München zählt zu den attraktivsten Großstädten Deutschlands und wächst immer weiter. Ende 2018 lebten 1,53 Millionen Einwohner in München. Und laut einer Prognose soll die Zahl bis 2040 auf 1,85 Millionen ansteigen. 2018 haben fast 600 Millionen Menschen die MVG genutzt. Wir haben uns mit Herrn Korte, Pressesprecher der MVG, getroffen und ihn ein paar Fragen gestellt. Herr Korte, München hat ungebremsten Zuwachs und die Bahnen platzen aus allen Nähten. Wie will die MVG dieses Problem lösen? Ja, wir müssen unser Angebot massiv ausbauen in den nächsten Jahren. Beim Bus, bei der Straßenbahn, aber natürlich auch bei der U-Bahn. Das heißt dichtere Takte, neue Linien, neue Strecken. Und das Herzstück des Ganzen ist unser Megaprojekt U9. Das ist eine Entlastungsspange quer durch die Innenstadt. 2037 soll Eröffnung sein und da brauchen wir heute viele, viele Ingenieure, die jetzt dann sich an die Planung machen. Sie sagen in Ihrer Werbung, die Mobilitätsmacher. Wir reden nicht über Klimaschutz, wir machen ihn. Wie setzt die MVG Klimaschutz denn konkret um? Der ÖPNV ist ja Klimaschutz per se. Wir haben im Berufsverkehr 700 Fahrzeuge in München im Einsatz. Wir haben 2 Millionen Fahrgäste inzwischen am Tag. Eine Tram ersetzt 145 Autos. Und das bedeutet schlicht und einfach, wenn wir mehr Klimaschutz wollen, dann müssen wir den ÖPNV in München massiv ausbauen. Das ist das Beste fürs Klima. Die Rollerflut in München. Wie sieht die MVG das? Eine Rollerflut können wir tatsächlich im Moment nicht erkennen. Sollte es mal so weit kommen, dass wir in München überschwemmt werden mit E-Rollern, das muss man erst mal abwarten, dann haben wir einige Ideen, wie wir das in den Griff kriegen. Wir können uns vorstellen, spezielle Stellflächen für Roller in München oder auch, dass wir die Roller in unsere MVG-Mobilitätsstationen mit aufnehmen. Welche Neuerungen bei der MVG wird es noch geben? Ja, ein neues Angebot ist zum Beispiel unser MVG Isartiger. Das ist ein Ride-Pooling-Dienst mit Fahrzeugen der Caddy-Größe. Da holen wir die Fahrgäste an Haltestellen ab und fahren sie bis nach Hause. Wir haben aber auch viele neue Ideen im Vertrieb. Das heißt, eine Mobilitätsplattform ist in Arbeit, mit der das Kaufen von Tickets noch viel einfacher werden soll, damit einfach die Leute noch leichter mit uns unterwegs sind.